Hallo liebe Telewiki-Freunde, ich möchte euch heute mit diesem Video zeigen, wie man Telewiki mit Internet Explorer speichert oder eben mit Telewiki im Internet Explorer umgeht. Leider gibt es hier einige Unwägbarkeiten oder Ecken und Kanten. Okay, gut, zuerst einmal die deutsche Version aufrufen. Unter Editions kann man eine Übersicht finden über die verschiedenen Sprachversionen, also German, Austria, Germany, deutsche Version. Ich rufe jetzt eine Variante auf, eben die zusätzlich deutsche Informationen enthält, wie man hier sehen kann. Gut, die ersten Schritte. Telewiki selber kann die einzelnen Browser erkennen, also schlägt er hier Internet Explorer automatisch richtig vor. Ich zeige es zuerst einmal mit dem Standard Browser Dialogen. Speichern ist auch so möglich, allerdings ist da allerdings ist es relativ umständlich, weil man immer wieder alle Elemente händisch machen muss. Okay, zum Speichern einer leeren Version selber kann man hier klicken, rechte Maustaste, Speichern unter. Damit speichert er dann empty ab, in dem Fall empty HTML, unbedingt hier HTML anhängen, sagen wir speichern. Ja, speichern, ja. Er speichert jetzt diese Information, sagt hier Downloads anzeigen. Ich habe schon mehrere empty Versionen gespeichert. Okay, empty HTML öffnen. Damit haben wir jetzt eine leere Version. Wenn ich jetzt sage plus neuen Titler, kann man ja sehen, es gibt Änderungen, die noch nicht gespeichert wurden. Und ich kann jetzt sagen Klick. Was er hier macht, er zeigt einmal an, empty HTML speichern. Was ganz wichtig ist, wenn man jetzt speichern sagt, dann sagt er, er speichert das jetzt das empty 2 HTML ab. Wenn man sich das jetzt das Download anschaut, kann man sehen, und genau das ist ein bisschen erste Ecke und Kante. Das ist natürlich nicht, was wir wollen. Ja. Sondern, wenn wir hergehen und sagen, okay, wir möchten das speichern, müssen wir hier sagen, speichern unter und dann empty HTML überschreiben. Das ist natürlich ein Workflow, der sehr, sehr fehleranfällig ist. Deshalb hat David Jade ein Telewiki Add-on entwickelt, mit dem er den Workflow deutlich verbessern kann. Es ist ein Telewiki Internet Explorer Add-on. In dem Fall, ich habe mir dieses x64 Version schon heruntergeladen. Wenn man jetzt schaut, Downloads. Ich werde das jetzt einmal installieren. Dazu braucht man leider Administratorrechte. Okay, Finish. Wenn man jetzt Internet Explorer neu startet, ups, und aha, okay, dann kommt dieser Dialog, der anzeigt Add-on TiddlyIE Helper kann jetzt verwendet werden, aktivieren oder nicht aktivieren. In dem Fall sage ich jetzt aktivieren. Wenn ich mir jetzt empty HTML aufrufe, dann wieder entsprechend zwei Titler einbaue, Titler 1, Titler 2, und jetzt speichern sage, kommt sofort ein Dialog. Was man hier sieht, es gibt auch hier keinen Speicherinformation, sondern es kommt sofort ein Dialog mit der richtigen Datei, empty HTML, also nicht 234. Wenn ich jetzt sage speichern, auch kein Dialog mehr, der nachfragt, ob man überschreiben will, und die Meldung ist richtig. Das heißt, neu laden, Titel 1, Titel 2. Noch einmal, zwei neue Titel, ups, Titel 3, Titel 4, zwei neue Titler. Speichern, überschreiben, man kann sich das dann auch ausblenden, sagen speichern, Datei gespeichert und so weiter. Das heißt, das vereinfacht den Workflow dann erheblich. Eine weitere Möglichkeit gibt es beim Internet Explorer noch oder im Windows-System generell. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze als HTA-Datei zu speichern. Das heißt, ich kann jetzt hergehen. Jetzt hole ich mir noch einmal die deutsche Version. Oder eigentlich habe ich ja schon welche. Hier empty. Ich gehe einfach her
und benenne diese Datei um von HTML nach HTA, nach HTA. Wenn ich jetzt aufmache, Doppelklick, dann sagt er noch einmal eine Warnung, weil das Ganze jetzt wie eine Applikation, eine Internet- oder eine Web-Applikation ausgeführt wird. Ich kann jetzt so ausführen und habe dann damit im Prinzip TillyWiki, das wie eine Applikation wirkt. Ja, neue Datei oder neuer Titel erstellen. Und jetzt kann man sehen, es wird automatisch gespeichert. Ja, Titel 5. Wenn ich jetzt diese Datei wieder öffne, kann man sehen, Titel 5 ist noch da. Der Unterschied zu einem normal HTML-Dokument ist hier, dass das in einem anderen Format gespeichert wird und damit wird die Datei doppelt so groß. Ja. Ist aber auch kein Problem, wenn ich das wieder ändern möchte, gehe ich einfach her und sage, mach dort wieder eine HTML-Datei draus. Damit kann ich es wieder hier öffnen, und wenn ich hier jetzt wieder speichern sage, dann wird die Datei wieder entsprechend kleiner. Ja. So, zwei Möglichkeiten. HTA ist relativ einfach umwandeln, und die andere ist eben mit dem Internet Explorer Add-on. Ja. Unter Einstellungen, Add-ons, kann man die Add-ons auch verwalten. Das heißt, ich kann dann das Ding deaktivieren, aktivieren, wenn ich möchte. Damit kann man auch den Unterschied noch einmal sehr schön zeigen, wie dann der Unterschied im Workflow ist. Ja. Einen Punkt habe ich noch, wenn man jetzt diese Datei speichert und hier index.html angibt und sagt hier speichern, dann funktioniert das wunderbar. Ja. Das heißt, er hat die Datei jetzt sehr schön gespeichert. Wenn ich das aber so aufrufe, ohne diese index.html, und jetzt sage speichern, dann gibt er da zuerst einmal einen ganz komischen Namen vor, und wenn ich sage speichern, dann macht er in Wirklichkeit nichts. Das heißt, er speichert die Datei nicht. Er sagt zwar, dass er hier eine Datei mit 1,5 MB gespeichert hat, in Wirklichkeit hat er aber 0 Byte. Ja. Das heißt, ganz wichtig, wenn man mit Internet Explorer, mit diesem Button hier arbeitet, unbedingt schauen, dass man hier index.html oder eben auch empty empty.html hat, dann funktioniert das Speichern wunderbar. Ja. Wenn man das weglässt, dann funktioniert es nicht. Dasselbe ist auch leider bei tillywiki.com. Die Datei kann man nicht so ohne weiteres herunterladen. Okay, das war's fürs Erste mit Internet Explorer, tillywiki speichern. Ich hoffe, es hilft. Viel Spaß!